Hallo und willkommen zum zweiten Part vom Barbie Styling Studio. Heute werden wir Christy helfen. Theresa? Das ist Christy. Erst Theresa. Barbie, Theresa. Ja. Und letztes Mal haben wir Barbie fertig gemacht für eine Hochzeitsfeier. Und ja, was wollen wir denn heute machen? Premiere, Preisverleihung. Ich glaube, Preisverleihung machen wir. Passt wirklich auch nichts. Dann gehen wir hier hin. Du kannst unter langen und kurzen Nägeln wählen und solchen, die abgerundet oder gerade sind. Ja, ganz ruhig. Die hatten wir bei Barbie. Dann nehmen wir bei ihr diese. So. Geht drauf. Gibt's Händchen her? Ich glaube, das braucht auch einfach keiner. Gibt es eine Auswahl an tollen Nagelmustern. Nee, das brauchen wir gar nicht. Make-up. Und wie wäre es mit einer Gesichtsbehandlung für Tipp? Ja, gib mal her. Lass das einwirken. Ah, ich glaube, das hier oben, das habe ich am letzten Tag nicht verstanden, das ist so die Beauty-Creme. Wahrscheinlich ist das so, so eine Gesichtsmaske. Ich dachte, das wäre irgendein komisches Make-up. Haben wir jetzt alles soweit? Dann nochmal hier drauf. Ah ja, okay, dann ist sie frisch. Wir nehmen bei ihr auch. Ändert sich da? Okay, da ändert sich, ja. Ich mag das nicht, wenn Leute so blaue Wimperntusche, ist einfach nicht so meins. Zeig mal her. So, Lidschatten soll das sein, ne? Da können wir auch gern mal was Stärkeres machen. So, nochmal hier orange. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Schau dir doch nur diese tollen Rouge-Töne an. Klick erst auf einen Rouge-Ton und dann auf den Laser, damit ihre Wangen Farbe bekommen. Um das Rouge wieder zu entfernen, klickst du zuerst auf das Rouge mit dem X darauf und dann auf die Wange, die du abschminken möchtest. Ja, wir sind schon dabei, Frau Moderatorin. Verzeihung. Sie steht auf der großen Bühne. Mein neuer Look ist toll!
Um Gottes Willen, aber da müssen wir den Rouge wegmachen. Und das an den Augen ein bisschen ändern. Weil sonst sieht das nicht gut aus. So. Das passt mein schon Neuer eher. Ist toll. Das freut mich, dass es dich freut. Zum Outfit. Preisverleihung, ne? Okay, zeig mal her. Die haben ja auch immer so große Sachen an. So, in schwarz, dann wäre das Lady Gaga das eine, ja. Zeig mal. Das sind so Sachen, die passen nicht wirklich. Hier, Lady Gaga. I'm a baby. Ja, schneide ich raus. Nein, nein, Spaß. Ich finde was Langärmliches wäre da echt gut. Aber das Rot, das passt schon. Füße sieht man nicht, aber nimm die. Wenn du Schmuck. Sehen möchtest, wie Theresa mit einem bestimmten. Passt das? Zeig mal. Ja. Passt das da auch dazu? Das ist ja toll. Wenn du mit der Stilverwandlung so. Alles erledigt. Stilverwandlungskino. Das bis zur Preisverleihung waren es nur noch wenige Stunden. Im Haarpalast bekam ich eine tolle neue Frisur. Im Nagelstudio bekam ich die Nägel toll gemacht. In der Beauty Bar gab es einfach fantastische Farben. In der Modeboutique haben wir das perfekte Outfit ausgesucht. Als ich auf die Bühne ging, um meinen Preis entgegenzunehmen und mich dafür zu bedanken, war ich dir und dem Stylingstudio mindestens genauso dankbar. Das freut uns. Dann war's das schon wieder mit diesem Part. Klick hier, um diesen Bildschirm auszudrucken. Nein, ich vergesse immer, dass die noch was will. Entschuldigung. Im nächsten Part werden wir der dritten Person helfen. Wir haben ja eine noch nicht. Ich glaube, die hieß Christy. Ja, seid doch einfach wieder dabei und schreibt mal in die Kommentare, was ich noch alles verbessern kann an meiner Moderationstechnik oder was es auch immer gibt. Tschüss.